Hallo zusammen, lange kein Video mehr gemacht und es wird und wird einfach nochmal Zeit. Und es ist natürlich auch ein besonderes Thema, worüber ich heute mit euch reden möchte, denn heute geht es um den europäischen Wiederaufbauplan, den EU Recovery Fund, und es geht um die Neuhandel-Freihandelszone in Asien. Und ich beginne mit Polen und Ungarn, denn die blockieren die Auszahlung von 750 Milliarden Euro. What? Ihr müsst euch mal vorstellen, es gab diesen Marathon-Gipfel erst vor wenigen Monaten, in dem es darum ging, dass zum ersten Mal in Europa gemeinsame Schulden aufgenommen werden. Und die ganzen Staats- und Regierungschefs, 27, haben sich darauf geeinigt, dass es Milliarden, nämlich 750 Milliarden gibt für Europa. Und die sollen gerade während und nach der Pandemie dafür sorgen, dass Europa wirtschaftlich wieder auf die Füße kommt. Und jetzt gibt es insbesondere Länder, die sind sehr stark betroffen von der Corona-Pandemie. Das ist vor allen Dingen Italien und Spanien, aber auch Griechenland. Aber auch andere Länder sollen diese Gelder bekommen. Auch wir in Deutschland sollen dafür, also unsere Unternehmen sollen dafür Geld bekommen. Tja, und gestern sagt Orbáns Regierung und die von Mateusz Morawiecki aus Polen, nicht mit uns. Und damit blockieren sie die Auszahlung und Umsetzung dieser Hilfsgelder. Und das ist insofern interessant, weil jetzt auf einmal nicht mehr Brüssel, wo ja angeblich die ganzen bösen Menschen sind, nicht Brüssel verantwortlich ist, sondern man schaut nach Budapest und man schaut nach Warschau. Und selbst die polnischen und ungarischen Unternehmen werden sich jetzt fragen, ey, wieso bekomme ich denn nicht mein Geld? Ja, mit den ganzen Hilfspaketen. Es ist also eine besondere Situation und ich finde sie keine Krise, wie einige Zeitungen schreiben, sondern es ist eine Chance. Nämlich zum ersten Mal hat die Europäische Union, also die EU, dafür gesorgt, dass die Rechtsstaatlichkeit ein Element in der Bewertung für das Geld und das Budget ist. Bis jetzt gab es immer nur Marktvoraussetzungen, also erfüllst du diese Steuerpolitik, erfüllst du diese blablabla Wirtschaftsdinge und Verbraucherschutz, dann bist du Teil des Spiels, ja, darfst du mitspielen. Das war einfach nur so wie beim Poker, ja, wenn du die 50 Euro hinlegst, dann darfst du mitspielen. Aber jetzt musst du auch beweisen, dass du mit fairen Mitteln spielst. Und es gab ja vor kurzem erst den Rechtsstaatsbericht der Europäischen Kommission. Übrigens hier drunter verlinkt meinen Bericht dazu. Und der nimmt alle Staaten Europas in die Kritik. Übrigens auch Deutschland. Ja, wir sind da auch kein Musterschüler. Aber keine Länder außer Polen und Ungarn gehen zurück. Während alle sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten nach vorne entwickeln in der Rechtsstaatlichkeit, gehen Polen und Ungarn zurück. Und jetzt sind sie beleidigte Leberwurst und sagen, wir geben euch die Gelder nicht frei. Und das ist eine höchst interessante Situation, denn sie ist eine Chance, dass Europa mit einer Stimme und geschlossen für diese Rechtsstaatlichkeit steht. Und wenn sie bei dem europäischen Gipfel nächste Woche da zusammenstehen, dann ist das positiv für Europa. Und dann werden diese Staaten wie Polen und Ungarn, die uns seit Jahren mit ihrer Politik auf der Nase herumtanzen, wahrscheinlich und endlich einmal begreifen, dass das irgendwann ein Ende haben muss. Es ist übrigens gut und richtig, wenn die verschiedenen Nationen und Regierungen der Länder ihre Meinung und ihre Ansichten dort vertreten und aussprechen. Das hat zum Beispiel auch Herr Kurz aus Österreich und Herr Rutte aus den Niederlanden in den letzten Gipfeln auch gemacht und da wurden auch Augen gerollt, aber sie haben ihre Meinung gesagt, ihren Standpunkt vertreten, aber sie haben einen Kompromiss mitgetragen. So funktioniert Politik. Orbán und Morawiecki machen das nicht. Sie haben einen Beschluss mitgetragen, beziehungsweise es gibt einen demokratischen Beschluss und den boykottieren sie jetzt. Und deswegen ist es unglaublich gut, dass es nächste Woche bereits einen europäischen Gipfel dazu gibt. Aber leider wird es so lange noch keine Auszahlung der Gelder geben, deswegen ist zu hoffen, dass es nächste Woche da auch Tacheles zu gibt. Also, ein dicker Grund, dass wir eine gemeinschaftlichere und reformiertere EU bekommen. Und auf den Tag genau gestern gab es noch eine zweite Geschichte, die ganz wichtig ist für Europa. Denn unter Chinas Federführung hat sich eine gigantische Freihandelszone in Asien gebildet. Das geht runter bis nach Australien, aber dazu gehören die Philippinen, dazu gehört Japan, Taiwan, Singapur. Es ist riesig groß, also jetzt nicht nur geografisch, sondern es ist schon eine enorme Konkurrenz zur EU. Allerdings gibt es in diesem Abkommen weder menschenrechtliche noch humane noch irgendwelche sozialen oder rechtsstaatlichen Standards. Wir in Europa sind da deutlich weiter. Und das ist übrigens auch etwas, warum ich die EU durchaus sehr, sehr positiv finde. Und wenn ich jetzt mal
nicht aufs Mittelmeer gucke, wo man über die Rechtsstaatlichkeit und die Humanität wirklich im Strahl kotzen könnte, haben wir wirklich ein sehr gutes Gebilde, auf dem wir aufbauen können. Und wenn die USA gerade mit sich selbst beschäftigt sind und die Asiaten ein gigantisches Freihandelsabkommen gründen, das wirtschaftlich für Europa durchaus auch positiv sein kann, brauchen wir eine starke EU. Weil wenn wir am Tisch sitzen mit Russland, mit dieser gigantischen Asien-Freihandelszone unter Chinas Federführung und den USA, dann können wir das nicht mit 27 Einzelstaaten tun. Sorry Leute, aber das ist naiv. Wir brauchen eine europäische Stimme und als Trump damals die Strafzölle gegen Europa verhängen wollte, insbesondere gegen deutsche Autobauer, war es die europäische Stimme von Jean-Claude Juncker, die das übrigens verhindert hat. Denn in Summe sind wir wirklich eine geballte Power und nicht nur wirtschaftlich. Und das müssen wir viel mehr spielen und nicht nur wirtschaftlich. Und das können wir nur als gesamte EU. Und wenn wir nach vorne blicken, gerade wie wir aus dieser Krise herauskommen und gerade wie es danach weitergehen soll, dann brauchen wir eine starke EU. Und deswegen muss man Polen und Ungarn jetzt mal ordentlich eins verbal mitgeben, dass sie so nicht mit uns umgehen können. Nicht mit den gesamten Europäerinnen und Europäer, die diesen Rettungsfonds brauchen. Und wir müssen China die Stirn bieten, nämlich auch mit sozialen und mit klaren, humanen und rechtsstaatlichen Regeln. Ja? Wir wollen ja mit allen Handel treiben. Handel bedeutet in der Regel Frieden. Dann sollte es aber fair, sozial und human sein. Und deswegen brauchen wir eine europäische gemeinsame Stimme. Und deswegen bin ich bei Volt. Ja, ich kann hier nicht ohne diesen Zusammenhang dieses Video machen, denn die anderen Parteien haben noch nationale Grenzen hier oben im Kopf. Ja, wir sehen doch das Europäische in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, in der Arbeit. Überall haben wir schon eine internationale Zusammenarbeit oder Zusammenleben. Ja, unsere Nachbarn sind vielleicht aus Spanien, Italien, überall her. Kein Problem. Nur in der Politik haben wir noch diese Grenzen im Kopf. Und die werden wir in Europa abschaffen müssen. Ansonsten haben wir keine Zukunft. Und diesen Gedanken müssen wir auch diskutieren, weil das braucht auch Regeln, das braucht auch Mechanismen. Und wir können ja nicht einfach nur Grenzen abschaffen. Das klingt natürlich so schön, wenn ich sage, dass man die nur im Kopf hat. Nein, wir müssen sie auch politisch lösen. Das können wir übrigens, aber dafür müssen wir miteinander reden. Das müssen wir vernünftig miteinander tun. Und deswegen lade ich euch ein. Das ist der Aufschlag gestern gewesen durch diese Entwicklung von Ungarn und Polen und dieser gigantischen asiatischen Zone. Dass es gerade jetzt noch wichtiger ist, diese Themen trotz Pandemie zu diskutieren. Und gerade wenn man gerade im Teil- oder Voll-Lockdown zu Hause sitzt, es gibt so viele tolle Unterlagen, es gibt Hausparlamente aktuell von Pulse of Europe. Man kann so viel Online-Diskussionen oder Volt Meet and Greet, also Online-Foren, besuchen. Nutzt das doch. Informiert euch darüber, was wir und vorhaben, wie andere Parteien darüber denken, dass wir darüber diskutieren. Denn eins ist klar, wenn wir mit Perspektive und Sicherheit irgendwie aus dieser Pandemie raus wollen, wenn sie denn irgendwann mal und hoffentlich vielleicht schon nächstes Jahr vorbei ist, dann müssen wir das irgendwie auch mit einem Plan tun, mit einem Konzept. Und aktuell vermisse ich persönlich dieses Konzept bei der aktuellen Politik. Deswegen engagiere ich mich und deswegen engagiere ich mich zusammen mit meinen Freundinnen und Freunden bei Volt, weil so muss es jetzt mal doch irgendwie positiv weitergehen, mit einem Plan, mit einem Konzept, mit einer Vision. Ja? Und das können wir. Und dazu lade ich euch ein. Das waren meine Worte am Mittwoch zum Sonntag und deswegen bleibt gesund, haltet Abstand, schützt eure Mitmenschen, bleibt kritisch und bleibt vor allen Dingen euch selbst treu. Macht's gut, Dankeschön.